Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonder. Ihr seht, ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen hier in die Richtung bewegt. Also ich bin quasi von hier einfach den Weg hier runtergelaufen. Und habe dabei festgestellt, dass ich eine Quest abzugeben habe. Hier bei der modischen Vogelscheuche. Ihr seht, im Frühling muss ich ihm eine Sonnenbrille, ein Segeloberteil und eine Segelhose geben. Komm! Hipsterius. Ich dachte, du kommst nie mehr zurück. Leider kommst du zu spät. Diese Klamotten sind total out, Baby. Aber wenn ich sie lange genug behalte, werden sie Vintage, Schätzchen. Versuchen wir nochmal Trends zu erwischen, solange sie noch frisch sind. Okay. Ja. Gratulation zu deiner Vintage-Kleidung. Hipsterius. So, zum Schneidermeister muss ich jetzt. Ich sammle mal die ganzen Lianen hier auf dem Weg noch auf. Das war so ein verwirrendes Dorf. Das war, weil hier unten zwar das Zentrum ist, aber man von diesem Zentrum nirgends hin kann, weil das komplett von Wänden umgeben ist, beziehungsweise, ja, man kommt halt den Haupteingang durch, aber das war's auch. Du warst der Schneidermeister Leo Löwenmähne. Du hast nicht dabei, warum ich dich gebeten habe. Um was hast du mich denn gebeten? Lass mich noch mal ganz kurz. Oh nein. Nadel und Faden. Nein, Nadel und Faden. Ich muss einen einfachen Kittel schneidern. Das sollten wir doch definitiv hinbekommen. Nein, Schneider. Da. Dafür brauche ich einmal Kurzwaren. Kurzwaren kriege ich vermutlich beim Händler. Und der Händler ist hier unten. Oh, da unten kann ich noch eine Quest abgeben, sehe ich gerade. Was kann ich hier denn für eine Quest abgeben? Wolkenfängersegel. Denkst du wirklich, du kannst den Wolkenfänger reparieren? Mein lieber Opa hat die ursprünglichen Wolkenfängersegel für den Wolkenfänger genäht. Oh, ach so, das ist die Quest hier. Er hat mir immer und immer wieder davon erzählt. Mein Opa fehlt mir, sogar seine Geschichten fehlen mir. Gut, ich mach's. Ich brauche Riesenmottenseide vom Mottentempel. Du findest ihn weit im Westen von Bobbintorf im Feuerwindtal. Was zum Geier? Ah, da ist das. Das war also die Quest. Wird trotzdem ganz gern hier 90% billiger. Kann man mal. Das ist ein Schnäppchen. Das ist ein Schnäppchen, da kann man eigentlich nicht nein sagen. Und Beanie? Blumenrock? Hier gibt's coole Sachen. Hier gibt's definitiv coole Sachen. Und stattdessen kriegt ihr. Habe ich hier irgendwas, was ich teurer verkaufen kann als normal? Nee, ich sehe nichts Grünes. Hier. Einen Pilz. Alles Gute zum Geburtstag. Volles Schnäppchen gemacht hier. Schnäppchenkönig Daro. So, da müssen wir jetzt halt. Das fand ich so seltsam, weil wir müssen jetzt komplett hier außen rumgehen, weil da drin halt keine Treppen sind. Aber nun gut. Nehmen wir hin. Die Spieleentwickler werden sich dabei was gedacht haben. Vermutlich nicht. Oh, sorry, ich bin gerade voll mit meinem Headset ans Mikrofon gestoßen. Dein Rucksack ist schon wieder voll. Och, nö. Ist das Mehl? Mehl brauche ich eigentlich. Denke ich. Ciao. Und vielleicht kann ich in der Schneidergilde mir irgendwie einen größeren Rucksack schneidern oder so. Ciao. Jetzt vielleicht. Du hast nicht dabei. Ach so, ich muss ja. Ich bin. Ich bin so doof. Natürlich muss ich das auch noch zusammenschneidern.
Gut gemacht, Reisender. Gute Arbeit. Aus diesem einfachen Gegenstand kannst du fabulösen Vierlefanz herstellen. Willkommen in der Schneidergilde. Bitte nimm dieses Rezept als Belohnung für deine Arbeit. Geh hinaus in die Welt und sei fabulös. Wir haben Nadel und Faden. Muss ich mal ganz kurz gucken. Vielleicht können wir hier auch direkt versuchen, was im Wert von 1000 herzustellen. Ach, das braucht zu viel. Aber ja, wir können einen Lederturnister herstellen. Dafür brauche ich Niete. Brauche ich Leder dafür? Leder müsste ich... Moment, kann ich Leder woanders herstellen? Das ist kein Leder. Konstrukteur auch nicht. Wo bekam ich denn Leder her? Den Rucksack hätte ich schon gern. Also den Tornister. Leder, Lederstreifen, Schneiderset und orangener Farbstoff. Den orangenen Farbstoff, den kann ich hier nicht. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Mist. Naja gut, wie auch immer, wir scheinen hier unten neue Quests zu haben. Gute Güte, das ist höchst ärgerlich. All meine Katzen sind weg. Und schuld ist diese verflixte Töle von nebenan. Meine armen kleinen Babys. Kannst du bitte etwas wegen dieser flohverseuchten Töle unternehmen, damit meine armen Kleinen zurück nach Hause kommen? Findus Crufly. Ich denke nicht, dass ich das mache. Ich bin Hundemensch. Tut mir leid. Auch ich habe meine Standards. So, da kann ich noch eine Quest abgeben. Da sehe ich noch einen Haken. Vielleicht liegt es auch dran, dass jetzt... Ist es wieder die Vogelscheuche, weil jetzt Sommer ist? Natürlich ist es die Vogelscheuche. Ich will brummen wie die Bienen und aufblühen wie die Blumen, denn es ist Sommer. Kleider, die kühl sind wie eine Sommerbrise und meine empfindliche Haut vor der Sonne schützen. Bring mir einen Hut mit breiter Krempe, einen Blumenrock und eine leichte Bluse. Vielleicht mal schauen, werden wir sehen. Ich finde dich seltsam, Vogelscheuchenmensch. Da haben wir Nebel. Wie kommen wir denn darüber? Da hinten kommen wir darüber, glaube ich. Blut! Oh, Altkönigreich Münzen. Hooray! Loot ist gut. Wie mein Hut. Den ich versehentlich trud. Also getreten habe. Das ist die Vergangenheitsform von... Ach, egal. Ich... sollte vielleicht manchmal wirklich lieber die Klappe halten. Statt auf Teufel komm raus, irgendwas hier vor mich hin zu labern. Ich habe mir eine kleine Bucht, da scheint aber nichts zu sein. Was mich tatsächlich sehr wundert, weil der Ort hier ziemlich ideal auf mich wirkt, wenn es darum geht, ein Dorf zu gründen. Was haben wir denn hier? Brücke. Gut, mach. Kann ja nicht schaden. Die Holzbrücken sind zum Glück billig, im Gegensatz zu... Da müssen wir hin. Es ist ein ganz schönes Stück. Finde den Mottentempel. Im Gegensatz zu den Steinbrücken. Die Steinbrücken waren ja hui. Pain in the allerwertesten. Was haben wir da? Da unten haben wir einen Stein. Jawohl, ja. Den schnapp ich mir. Die sind sehr nützlich.
Zeige mir deine Persönlichkeit. Kleidung ist ein Ausdruck der Persönlichkeit. Trage neue Kleidung. Das kriegen wir hin. Der Pfad ist offen. Das hier ist also das Feuerwindtal. Weiß nicht ganz, wo der Name herkommt. Aber ich... Ja. Ne? Und so... Ihr wisst Bescheid. Wie hier ein Tagebuch. Auf jeden Fall haben wir eine Schatzkiste mit Shampoo. Aber auch hier scheinen wir wieder... Doch, da liegt eins. Das sind die Überreste eines Tagebuchs. Spielerland. Okay. Sehr tiefgründiger Eintrag. Hier scheint ein Philosoph gelebt zu haben. Wir müssen jetzt eine Stufe höher. Also nach da oben. Hier kommen wir leider nicht weiter, wie es aussieht. Dann müssen wir hier einmal hoch. Hüpf. Hüpfi hüpf. Oh, dann müssen wir hier komplett außen rum. Gib mir das Erz. Was bist du? Oh mein Gott! Was bist du? Es ist so süß. Oh mein Gott, ich sterbe. So, wir scheinen uns dem Mottentempel zu nähern. Will gar nicht wissen, was uns da drin erwartet. Hier können wir eine Farm bauen. Das ist ein sehr schöner Ort für eine Farm. Let's go. Und die Farm, das ist auch mit Abstand die schönste Farm. Muss ich mal so ganz kurz sagen. Können wir eigentlich... Das ist die Inventartruhe. Und das da drüben? Hier müssen wir doch eigentlich Sachen lagern können, oder nicht? Ja. Moment, ich will ganz kurz Filter wieder auf alles stellen. Dann können wir zum Beispiel Klamotten können wir hier lagern. Ich mache das hier zu meinem Hauptbauernhof. Mir ist alles egal. Und hier... Upsa, das wollte ich gar nicht. Guck mal, das ist alles so Zeug, das wir eigentlich nie brauchen, aber es ist einfach zu schade, es wegzuwerfen. Oh, das hier ist so schön. Der gefällt mir richtig gut, der Hof hier. Guck mal, hier können wir sogar so ein kleines... Mit Kopfsteinen können wir so ein Kopfsteinpflaster machen. Ich bastel mir mal ganz kurz hier für den Hof was. Oh Gott, ist das teuer. Oh Gott, ist das teuer. Wir haben kein Holz. Also wir haben gar kein Holz. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Dann versuche ich wenigstens ein bisschen noch so hier den Bauernhof-Aspekt mit reinzubringen. Ich bin ja jetzt nicht so der Farmer-Typ. Ihr habt es ja schon gemerkt, wie ich die anderen Bauernhöfe auch ja eher so außen vor gelassen habe, würde ich sagen. Habe ich halt gebaut, um die zu zeigen, aber sind wir ehrlich, es interessiert mich eher weniger. Ich versuche jetzt den hier vielleicht ein bisschen liebevoller zu behandeln.
hier ein bisschen coole Sachen für zu basteln. Dann auch das Crafting-System dafür ein bisschen zu benutzen. Ein bisschen auch für mich selbst hier rauszufinden, wie das alles dann doch funktioniert. Es gibt ein paar Aspekte des Spiels, die im Nachhinein sich als wahnsinnig interessant herausgestellt haben für mich. Wo ich davor so dachte, so, ja, muss jetzt nicht so sein. So, kann ich jetzt einen Wassertrog? Dafür brauche ich dich. Dafür brauche ich dich. Wo kriege ich denn Wasser her? Jetzt habe ich nicht genug Wasser. Und nicht genug Planken. Kann ich hier, ja. Wasser kann ich... Okay, ja, Wasser kann ich easy herstellen. Und Planken. Wo bekomme ich Planken her? Schreiner, Konstrukteur vielleicht? Auch nicht so, ne? Ha, wir werden das wohl nie erfahren. Oder so, was ist denn da unten? Ich werde mal schauen, wenn wir da später ein bisschen Zeit haben und auch Materialien. Wir haben ja auch fast keine Lianen mehr, das ist auch problematisch. Beziehungsweise noch nicht, aber es wird problematisch. Wenn es denn so weitergeht. Hui. Hier scheint ein Händler zu sein. Okay, Lianen finden wir doch recht schnell wieder. Und da ist ein Teleporter. Ja, da ist ein Teleporter. Was scheint nur ein Ankunftsteleporter zu sein. Den müssen wir von woanders aktivieren. Schauen wir mal, was der Händler hier anzubieten hat. Moinsen. Na du? Dünger. Wow. Und dann wunderst du dich, warum hier unten dein Geschäft nicht so läuft. Manche Menschen, ich sag's euch. Manche Menschen. Haben wir noch Lianen? Steine brauche ich auch, Ormas. Muss mal gucken, dass ich vielleicht ein bisschen mehr handel. Denn wir scheinen auch das ein oder andere Handelsgut zu brauchen. Oh, da war eine Planke dabei. Me likes. So, klonk, klonk, klonk. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir mal den Mottentempel auf. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Ja, dann lasst ein... Gib mir die Liane. Däumchen nach oben, da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.